Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video, in dem es um meine Euro Truck Simulator 2 Map Combo geht. Zuallererst werde ich euch mal kurz zeigen, wie nach Zusammenstellung der Mods die Map aussehen wird. Und zwar haben wir hier oben Island, Norwegen, Finnland, die Finnlandinseln, Großbritannien, Irland ist mit dabei, Europa selbstverständlich. Dann ist hier der Mittelmeerbereich auch komplett zu sehen. Dann haben wir hier Russland, die Südregion. Dann haben wir Zentralasien auf jeden Fall mit dabei, Aserbaidschan, Georgien, Ukraine, dann haben wir hier die Türkei, leider noch zur Hälfte. Hier unten haben wir den Mittleren Osten, dann den Bereich um den Roten Meer, Tunesien, Ägypten, Rhodos-Inseln. So. So viel erstmal zu der Map, wie sie aussehen wird. Und zwar wählt ihr dafür in Summe 64 oder 65 Mods aktivieren müssen. Welche Mods das sind, werden wir jetzt im Mod Manager sehen können. Es sind 64 und gleichzeitig auch in welcher Reihenfolge. So, die Übersicht der Mods, welche das sind und von wo ihr oder wie ihr an diese Dateien drankommt, werde ich euch in die Beschreibung des Videos auch reinpacken. Von dort könnt ihr euch dann die einzelnen Links dann oder über die Links dann die einzelnen Dateien runterladen. Sollte es zwischenzeitlich mal Änderungen geben, weil irgendwelche Mods nicht richtig funktionieren, werde ich selbstverständlich versuchen, diese dann halt auch in der Beschreibung dann auszutauschen bzw. zu aktualisieren. In dem Sinne also nicht vergessen, falls mal irgendwas sein sollte, irgendwas nicht richtig funktioniert, dann bitte auch Bescheid sagen, sodass ich dann auch schauen kann, ob es dazu aktuellere Datendateien gibt, beziehungsweise Problemlösungen dazu geben wird. Dann fangen wir mal an. Ich werde von ganz unten anfangen. Das hat den folgenden Hintergrund. Bei der Zusammenstellung würde ich euch auch empfehlen, zuerst diese Mods zu aktivieren, weil dann müsst ihr die Reihenfolge eigentlich nicht nochmal umstellen, sondern könnt die dann hintereinander einfach aus dem Bereich hier aktivieren mit einem Doppelklick und dann würdet ihr die gleiche Reihenfolge auch bekommen. Das ist hier einmal der Bereich Green Step. Das ist für Kasachstan und den Umkreis. Dann haben wir hier Road to Asia. Das ist für Zentralasien. Dann haben wir hier einmal eine Datei für Sibirien, die unter die Südregion Russlands gepackt werden muss in der Reihenfolge. Dann, wie gerade erwähnt, die Südregion Russlands. Dann haben wir hier einmal die Russland-Map-Definition. Die müssen unter Pomerz liegen. Dann haben wir hier alle Pomerz-Dateien. Dann den Mittleren Osten von Pomerz.
Dann haben wir hier die MedMed, ist für die Mittelmeerkarte. Hier sind nochmal zwei Fixdateien, die notwendig sind, damit die Kompatibilität gewährleistet ist. Dann haben wir hier einmal die Norwegen-Erweiterung, die Irland-Karte, den Bereich um den Roten See, Rote Meer. Dann haben wir hier Grönland, dann die Fähreverbindung vom Grönland-Map zur Promoz. Dann haben wir hier einmal die Malta-Inseln, dann die Mittelmeer-Erweiterung. Hier, wie vorhin schon erwähnt, die Russland-Karte. Dieses Terrain-Fix ist ein Fix, um die Kompatibilität für die Russland-Karte mit Eurotruck Simulator 141 zu gewährleisten. Dann haben wir hier die Verbindung zwischen Promoz und der Russland-Map. Hier nicht irritieren lassen, dass da 255 steht. Funktioniert aktuell auch mit der 256. Sollte es da was Neueres geben, werde ich die selbstverständlich dann auch austauschen. Dann haben wir hier Sibirien. Hier einmal für die Zeitzone ein Fix. Dann haben wir hier die Rhodos-Inseln. Die Fährverbindung von Rhodos zu Promoz. Von Rhodos zu der Mittelmeerkarte. Hier kommt dann die Rumänien-Erweiterung oder die Euro Extended Map. Ihr werdet ihr sehen, hier steht 3.1, das ist die Premium, also sprich die Bezahlversion. Die Reihenfolge der Dateien ist aber auch bei der 2.8er freien Version identisch. Da steht dann halt nur nicht diese 3.1 oder RX31, sondern 28. In der Reihenfolge tut sich da erstmal nichts. Dann haben wir hier die, den Rhodos-Fix für Raw Extended. Hier haben wir einmal die ROEX 3.1 Verbindung zur südlichen Russlandgebiet. Die bitte nur, aber auch wirklich nur aktivieren, wenn ihr im Besitz der Bezahlversion Raw Extended 3.1 dann auch seid. Ansonsten die einfach bitte weglassen, falls ihr nur die freie Version nutzt für Raw Extended. Dann haben wir hier einmal die Raw Extended zur Mittleren Osten Verbindung, die Verbindungsstraßen zwischen Raw Extended und der Promoz-Karte. Dann haben wir hier Aserbaidschan und Georgien. Das Projekt ist halt wieder reaktiviert worden, beziehungsweise der Bereich. Dann haben wir hier einmal die Verbindung zwischen der Atske und der südlichen Region. Dann einmal die Verbindung zwischen Aserbaidschan, Georgien und dem Mittleren Osten. Dann haben wir hier einmal den Kaukasus, die schwedischen Inseln. Das ist einmal ein Hintergrund für die Weltkarte. Da könnt ihr euch dann eine passende auswählen. Es muss nicht unbedingt diese sein. Es gibt noch ein, zwei weitere, die ihr dann in dem Forum, was ich euch nennen werde, als Link, könnt ihr euch das dann in dem Beitrag dann anschauen und das passende dann auswählen. Dann einmal ein Crashfix für Map-Kombos oder Combo-Maps, damit die beim Zoom kein Spielcrash oder Gamecrash zustande kommt, und einmal die Fullscreen World Map Mod, um die Weltkarte bzw. die Map im Spiel dann auf dem kompletten Bildschirmmonitor dann zu sehen, ohne dass da rechts, links und unten dann halt Bereiche abgeschnitten sind. Ja, also im Großen und Ganzen, sobald ihr das alles aktiviert habt und ins Spiel zurückgekehrt seid, werdet ihr sowohl beim ersten als auch beim zweiten Start des Profils eine Datenaktualisierung angezeigt bekommen. Beim dritten Start wird das dann nicht mehr passieren.
Das werde ich euch jetzt auch einmal zeigen, da ich die Map bereits ein paar Mal gestartet habe. Können wir dann halt auch hier die Map einfach starten und werden dann ohne eine Aktualisierung der Navigationsdaten ins Spiel kommen. So, dann sind wir jetzt auch schon wieder zurück im Spiel und starten noch mal die Weltkarte. Wie ihr seht, einmal dass es ein Fullscreen ist und sonst nichts anderes rechts links zu sehen ist, und hier dann halt wie vorhin schon gezeigt unsere Map. Ja, im Großen und Ganzen war es das eigentlich schon. Ich werde euch jetzt noch einmal die Mod-Reihenfolge noch einmal zeigen, damit ihr euch dann entsprechend danach richten und dann auch im Spiel dann nutzen könnt. In diesem Sinne wünsche ich euch allen viel Spaß. Falls noch nicht geschehen, vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um immer wieder auf dem Aktuellen zu sein, falls es Neuerungen bzw. neue Videos gibt.